kein Hochtöner drin. Wie schade. Da war so ein richtiger Pfuscher am Werk, muss ich wirklich sagen. Und schaut mal, was hier unten liegt. Hier liegt der Hochtöner drin. Unglaublich. Also da hat schon mal jemand irgendwie rumgefummelt. Und der Hochtöner, der eigentlich da oben hingehört, der liegt da unten rum. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Echt heftig. Macht mich komplett fertig. Und hier steht jetzt das gute Stück. Weil dann komme ich an dieses Türschloss dran. Und da ist diese ganze Softclose-Geschichte miteinander verbaut. Du böser Böser. Du böser Böser. Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. S-Klasse W221. Unser kleines Sorgenkind, der S550 aus Amerika. Den habe ich hier in unserer anderen Werkstatt auf der Bühne. Und heute möchte ich die Türverkleidung ausbauen und dem Soft-Close-Problem auf den Grund gehen. Dazu möchte ich euch gern mitnehmen, Stück für Stück. Und ich freue mich, wenn ihr mir gleich mal einen Daumen da lasst. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann tut das bitte. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Video. Was viele nicht wissen, hinter dieser Plastikeinheit versteckt sich so ziemlich viel. Manchmal erspart man sich hier sogar, eben diese ganze Türverkleidung auszubauen. Schaut mal her. Ich nehme einfach hier, zack, und dahinter schon der ganze Teufel begraben. Und mal schauen, ob wir hier schon einen Fehler finden. Was ich vorhin noch im Intro vergessen habe zu sagen, das Keyless Go geht manchmal und manchmal nicht. Und das manchmal bezieht sich wirklich nur auf die Beifahrerseite und auf der Fahrerseite überhaupt nicht. Um die Türverkleidung auszubauen, müsst ihr hier dieses kleine Stück hier, ihr seht hier so eine leichte Schnittkante, das hat Mercedes sehr gut versteckt. Hier müsst ihr diese kleine Kappe abnehmen, darunter ist eine 30er Torx. Und wenn ihr mal hier unten schaut, hier unten haben wir auch noch eine Plastikabdeckung, die muss auch weg, da ist auch nochmal eine 30er Torx. Und diese zwei Schrauben müssen entfernt werden, dann kann man die Türverkleidung mit Spezialwerkzeug, natürlich diesen Plastikkeilen, hier von unten her anfangen wegzuziehen. Das sind diese beiden Verkleidungen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und wenn ihr jetzt mal hinschaut, sieht es so aus. Hier hinten drin ist dann die Schraube und das gleiche hier unten. Hier müsst ihr auch ein bisschen fummeln. Am besten ist es 30er Torx Nussaufsatz, eine kurze Verlängerung und dann eine lange Verlängerung, damit man hier nicht aufliegt, weil sonst kommt man in die Schraube nicht rein. Also es muss recht gerade sein. Ja, und dann kann man das Ganze öffnen. Beide Schrauben sind draußen und jetzt, wie schon erwähnt, von unten her die Verkleidung anfangen wegzudrücken. Wichtig ist, wenn man dann hier oben ist, die Verkleidung so weghängt, man muss das Ganze nach oben ziehen, um eben hier das auszuhängen. Weil hier hinten ist noch ein Modul, wo praktisch die Türverkleidung so ein bisschen eingelockt, eingehängt ist. Also man muss nach oben gehen und es dann rüberziehen. Vorher noch die Blende hier wegmachen vom Hochtöner. Das ist noch wichtig. Kein Hochtöner drin. Wie schade. Dann am besten mit dem Keil hier unten rein und dann seht ihr, kommt da schon der erste Spalt und dann kann ich erstmal Stück für Stück hier unten die Klammern lösen und jetzt kann ich das schon mit der Hand von unten anfassen. Jetzt habe ich das schon locker und ziehe das dann nach oben raus. Und bevor es zum Abnehmen der Verkleidung hier oben hingeht, am besten die Scheibe ganz runter machen, weil dann könnt ihr das hier schön rausnehmen. Und wie gesagt, hier in der Mitte ist so eine Arretierung, eine Führung. Das zeige ich euch dann, wenn die Türverkleidung weg ist. Da muss man das Ganze etwas anheben, weil da ist das eingehängt. Dann das Türfangband hier weg, vorne zwei, drei Stecker abziehen und dann habt ihr die Verkleidung schon im Gesamten weg. Und zwar dieses Teil steckt da drüben drin. Das wird von oben reingenommen. Und hier haben wir dann das Türfangband. Das muss man nur hier aushängen. Ihr seht. Und dann hier rausklüppeln. Und schon hat man die Türverkleidung von der Seite hinten weg. Und jetzt noch diese Verbindungsstecker entnehmen. Und dann ist die Türverkleidung eigentlich schon komplett weg. Und schaut mal, was hier unten liegt. Hier liegt der Hochtöner drin. Unglaublich. Hier liegt der Hochtöner drin. Also da hat schon mal jemand irgendwie rumgefummelt. Und der Hochtöner, der eigentlich da oben hingehört, der liegt da unten rum. Und da hat auch schon mal jemand rumgefummelt. Wahrscheinlich ist hier schon mal irgendwie fensterhebermäßig oder keine Ahnung. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Auf der Suche natürlich, wo hier mit dem Softclose irgendwas nicht stimmen könnte. Und das Keyless Go, der spinnt rum. Bei dem Stecker hier ist es wichtig, diese Nase nach links ziehen und nach oben drücken.
dann kommt der raus. Und die anderen zwei, also der hier, der ist oben mit einer Nase und der ist unten mit einer Nase, dann kann man das abziehen. Dann habt ihr die Türverkleidung schon komplett weg. Und hier steht jetzt das gute Stück. Und so sieht's hier im Gesamten aus. Echt heftig, liegt der Hochtöner hier rum. Ich kann's gar nicht glauben. Die haben vergessen, den hier hochzunehmen. Das hat mich jetzt auch gewundert, weil da ist ja ein Harman Kardon Soundsystem verbaut. Sachen gibt's. Krass. Also ich kann definitiv feststellen, dass die hier schon mal das offen hatten. Warum auch immer. Also da wurde schon mal gefummelt und vielleicht in dem Zuge, weil hier fehlen die Nieten, das wurde aufgebohrt. Hier seht ihr das. Tja, und das werde ich jetzt auch machen müssen, weil dann komme ich an dieses Türschloss dran und da ist diese ganze Softclose-Geschichte miteinander verbaut. Ich schätze mal, da hat sich schon mal jemand die Mühe gegeben, weil das ist alles hier nicht original. Und hier haben sie auch nicht sauber gearbeitet, weil hier sind noch überall die Metallspäne am Magneten, überall. Da war so ein richtiger Pfuscher am Werk, muss ich wirklich sagen. Weil so würde ich das an einer Mercedes S-Klasse, egal welcher Kunde das ist, aber so würde ich das nicht übergeben. Da würde ich das hier sauber machen oder ich würde das hier vorher ausbauen, damit da, ist ja logisch, die Magneten, die saugen das alles auf, überall Metallspäne. Das ist echt übel. Ich werde jetzt auf jeden Fall dem Kabelbaum, der hier vom Dashboard rüberkommt zum Türsteuergerät, alle abkappen, dass wenn ich die ganzen Nieten aufbohre, dass ich dann das ganze Modul oder diese Metallplatte mit allen verbauten Teilen einfach entnehmen kann. Stecker sind jetzt abgezogen, alle weg, das ist getrennt. Die hier gehen nach oben und die drei, was noch drin stecken. Hier, ihr seht, 1, 2, 3, die können mal dranbleiben. Das ist lediglich die Lautsprecherverkabelung und die Arretierung hier hinter. Also das ist auf jeden Fall die Steuerung fürs Türschloss. Und da müssen wir mal gucken, ob da nicht irgendwas gebrochen ist oder vielleicht auch ein Kabel schadhaft ist. Alles mal durchmessen später. So, und wenn ich die Nieten aufgebohrt habe, dann nehme ich hier immer so einen Durchschlag. Setzt das an und dann haue ich mir mal hier hinten drauf und dann ist so wie hier das Loch schön leer und dann kann ich das nachher sauber abnehmen. Und bei solchen Nieten, wo noch so ein kleiner Zipfel raussteht, da nehme ich dann erstmal einen dickeren Durchschlag, hau da hinten den Zipfel sauber rein und dann mit dem dünnen Durchschlag hinterher und dann kann man sich so selber helfen. Deswegen haben die hier wahrscheinlich geflext. Dann noch hier vom Türsteuermodul, also das nennt sich auch SAM, Sammelansteuerungsmodul zur Information. Da habt ihr auch mal die Nummer A221 und so weiter. Ja, und die Schraube weg. Jetzt haben wir hier überall die Nietenlöcher frei. Dann muss man hier dieses Gummiteil hier so rausnehmen, damit es schön locker ist, dass man das nachher hier durch die Führung ausführen kann. Dann ist wichtig, dass ihr als nächstes diese Führungsstange hier nach oben rausklopft. Das geht einfach hier unten dagegen. Dann habt ihr die frei. Hinten den Stoßdämpfer öffnen, weil das ist die Türdämpfung. Und dann kann man den nach hinten rausziehen. Und dann hat man praktisch diese Führungsstange mit dem Stoßdämpfer weg, damit man das hier nach vorne abnehmen kann. Dazu braucht ihr dann eine Innentorx und zwar eine E14. So, und die passt dann schön hier drauf und dann aufschrauben. Am besten ein kleines Gelenk dazu benutzen, dann kann man das auch sauber öffnen. Und jetzt kann man diesen Dämpfer richtig schön nach hinten ziehen. Seht auch hier vorne raus. Sollte der auch mal kaputt sein, so geht der zu wechseln. Und schon habt ihr ihn in der Hand. Und was dann auch noch wichtig ist, hier die Niete entfernen und hier unten die Niete entfernen. Jetzt noch die Niete und wenn ihr mal hier unten schaut, hier ist noch eine. Die muss auch aufgemacht werden. Und zu guter Letzt müsst ihr jetzt noch die zwei Nieten aufmachen. Dann trennt ihr theoretisch diese ganze Einheit vom Fenster und den Motor hier wegschrauben. Einfach die drei Schrauben weg und schwuppdiwupp ist der Motor auch weg. Und die Niete, dann müsste es frei sein. So, jetzt ist alles schön lose. Ihr seht, es ist alles weg. Alle wichtigen Nieten sind offen. Jetzt ist es noch wichtig, hier diesen Fensterheberanschluss auszuhängen
Und da ist es am besten, mit einer Zange hinzugehen. Und zwar hier diese zwei Komponenten zusammendrücken. Jetzt das Ganze nach hinten geschoben, das ist draußen. Und ihr seht, jetzt habe ich das ganze Ding komplett frei und muss es hier oben noch aushängen. Hierzu am besten das ganze Gummiteil durch diese Öffnung fummeln und dann nach oben rausziehen. Dann hier das Türfangband einfach rausnehmen und so liegen lassen. Und ihr seht, jetzt kommt man schon sehr gut an das Türschloss dran. So habe ich jetzt die ganze Tür frei, geöffnet, kann hier wunderbar an das ganze Türschloss dran und einfach mal schauen, warum hier das Ganze nicht funktioniert. Und natürlich ist es dann wichtig, die ganzen Nieten, die herausgebohrt worden sind, dass hier das alles aus der Tür entfernt wird. Auch da hinten. Da braucht er dann einen starken Sauger mit einer dünnen Spitze. Und natürlich auch da, wo noch Nietenreste vorhanden sind, die entfernen. Seht hier, ist auch noch ein bisschen Dreck drin. Hier, hier, weil das muss nachher alles wieder angenietet werden. Hier, das ist auch wichtig, seht ihr hier. Also wenn man es ganz ehrlich sagt, ist so eine S-Klassentür nicht einfach. Das ist also schon höhere Mathematik, das was hier, der was die Tür hier designt hat, beziehungsweise mit der ganzen Technik, die allein nur hier in dieser Tür steckt, das ist echt phänomenal und heftig. Ich habe mir hier einen Eimer untergestellt, damit ich nicht das ganze Türsteuergerät, Boxen, Schnickschnack abbauen muss. Ich filme das mal von der anderen Seite. Achtung. So, weil sonst hätte ich das auch noch alles abbauen müssen und da habe ich keine Lust dazu gehabt. Ja, und so sieht es nun aus. Die eine Niete muss ich noch entfernen, das muss ich noch entfernen, dann bin ich sauber und dann kann ich an die Türschloss-Fehlersuche gehen, weil ich vermute mal, dass halt hier von dem Softclose die Motorik kaputt ist. Aha, und hier wird man dann auch fündig. Auto-Export, yeah. Aha, guten Tag. Habe Interesse an Ihrem Fahrzeug. Das ist das typische Scheißdreck, was hier immer an den Scheiben hängt. Jetzt ist da unten drin wieder alles schön picobello sauber, wie es gehört. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt, du böser Böser. Und zwar zum Türschloss mit der ganzen Softclose-Geschichte. Übrigens wisst ihr jetzt auch, warum ich hier auf die Scherenbühne gegangen bin, weil auf einer Hebebühne, wo die zwei Arme darunter gehen und die Türen nicht richtig aufzumachen ist und man ständig dann durch die Hebebühne auf der linken Seite gestört ist, hier kann ich halt mir das Auto auf Höhe fahren, in einer ordentlichen Position arbeiten, mir tut's Kreuz nicht weh und so lässt sich's wirklich super arbeiten. So, und als nächster Schritt das hier aufmachen. Diese Plastikkappe aufmachen, dann kann man diese Verkleidung entfernen und dann kommt man hier an die Schrauben dran. Dafür nehme ich dann gern so eine 90 Grad gebogene Spitzzange her. Dann kann ich hier richtig schön in diese zwei Arretierungen hier reingehen, kann die richtig schön packen, die ganze Geschichte. Und dann kann ich das nach hinten super einfach rausziehen. So sieht der Stopfen dann aus, wenn er hier draußen ist. Und dann braucht man das Ganze nur noch hier so abziehen. Vorsichtig halt, dass ihr diesen Gummistopfen nicht verliert. Auch hier oben einfach hier abziehen, gucken, dass das hier schön drüber bleibt und dann kann man diese Plastikverkleidung einfach abnehmen. Und wenn ihr jetzt mal schaut, voilà, hier sind die zwei Schrauben. Das Ganze ist dann auch wieder mit einem 30er Torx zu öffnen. So, dann ist das auch weg. Einfach auf die Seite legen. Jetzt ist es natürlich wichtig, hier aufzumachen und das Schloss rauszunehmen. Dazu brauche ich einen 20er Torx und die Schraube so weit aufdrehen, bis er ansteht und nicht mehr zu bewegen ist, also fest wird. Und dann einfach dieses Teil hier rausnehmen, dabei etwas hier den Hebel ziehen. Dann hat man das draußen und hier oben, mal schauen, ob man das dann noch irgendwie mit dem Licht hinkriegt. Hier ist dann noch ein kleiner Stecker dran, den müsst ihr dann noch hier runternehmen. Dann habt ihr das Schloss hier auch entfernt. Dann diesen Türgriff einfach hier nach hinten ziehen und dann kommt der hier raus. Und hier vorne einfach aushängen. Ihr seht, da ist auch noch ein Käbelchen dran. Und hier unten, mal gucken, ob ihr das auch noch hier sieht. Hier ist noch ein kleiner Stecker. Den Stecker dann auch noch wegnehmen. Dann habt ihr hier den ganzen Türgriff entfernt. So sieht es dann aus. Das ist ein sehr teurer Türgriff, da der eben Keyless Go mit beinhaltet. Hier das Schloss. Und hier nochmal
die Steckverbindung, dass ihr das seht. Da müsst ihr einfach das Hackerl hier nach hinten drücken und dann geht es wunderbar. Jetzt ist es noch wichtig, diese eine kleine Schraube zu lösen. Dazu können wir auch eine 20er Torx hernehmen. Dann als nächstes noch hier diese Plastikverkleidung hier runternehmen. So, und dann diese 20er Torx Schraube ebenfalls noch öffnen. Und hier ist es ratsam, die nur ein Stück aufzumachen, weil dann kann man später das Ganze hier wieder sauber einsetzen. Und in dem Zustand, weil der Motor ausgebaut ist, könnt ihr ohne weiteres, wenn ihr die Scheibe hier unten anhebt, die Scheibe nach oben schieben. Dann ist die Scheibe zu. Das ist sehr wichtig, dass jetzt der Raum hier frei wird, um das Türschloss entnehmen zu können. Ihr könnt jetzt oben die Scheibe noch mit einem guten Klebeband fixieren oder manche machen hier so Saugnäpfe hin, dass sie einfach nicht mehr nach unten fährt. So wäre das der richtige Weg. Ich werde ein Klebeband hinmachen. Ein schönes Warnband jetzt extra da dran gemacht. Jetzt ist die Scheibe fixiert. Jetzt kann sie mir auch nicht mehr runterrutschen. Das Ganze auch von der anderen Seite. Einfach, dass es sicher ist. Und jetzt ist das ganze Türschloss frei. Ihr habt gesehen, ich kann das hier wunderbar nach unten rausnehmen und jetzt kann ich das Ganze hier entfernen. Wenn ihr mal hier schaut, hier ist jetzt eine Arretierung. Jetzt kann ich diese zwei Teile voneinander trennen. Das heißt, hier nehme ich diesen kleinen Zacken nach oben und dann kann ich das rückwärts rausschieben und trenne somit die Türgriffmontageeinheit von dem eigentlichen Türschloss. So, jetzt habe ich das Ganze getrennt. Das geht auf zwei Arretierungen, also zweimal den Hebel hier anheben und dann kann man das Türschloss hier komplett schön in die Hand nehmen. Dann braucht man hier nur noch diese zwei Stecker abzuziehen, den hier unten und den hier oben. Und so sieht das Ganze aus. Eine nackige Tür, wo lediglich nur noch das Fenster drin ist, der Zulauf von den Kabeln. Und so schaut's aus. Und hier drüben liegt der ganze andere Mist. Und als nächster Schritt werden wir uns dann hier um dieses Teil kümmern. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das wäre die Teilenummer von diesem Türschlossteil. Und hier tun wir auch gleich nochmal die Teilenummer abfüllen, wenn sie lesbar ist. Ah, die ist nicht mehr lesbar, leider. Aber das findet man noch raus. Ich habe jetzt im Internet noch nachgeguckt. Und zwar dieses eine Label, wo man vorhin nicht lesen konnte. Das wäre dann hier die Nummer. Ich habe mir jetzt die Teile noch ein bisschen separiert hingelegt, dass ich nachher wieder weiß, wie es zusammenkommt. Hier fürs Türschloss. Hier die drei Schrauben, dann hier das eine für Sammelansteuerungsmodul, hier der Stoßdämpfer und hier der Dämpfer, hier die Türschlosseinheiten, Motor für den Fensterheber, Plastikteil. Hier muss ich Neues besorgen, da ist ein Stück abgebrochen, leider. Und im Großen und Ganzen könnte man theoretisch, mit einem Haufen Fehlermeldungen natürlich, fahren. Und zwar, man müsste sich halt einen Fahrradspanner von innen die Tür schön zuspannen, Fensterscheibe ist zu. Von daher fahren könnte man. Bloß man kann halt nicht abschließen. So weit, so gut. Ihr habt jetzt gesehen, bis hierhin, das war schon recht aufwendig, das hier mal alles schön frei zu machen, alles schön auszubauen, dass eben hier dieses Türschloss komplett mit dieser Einheit draußen ist. Es ist jetzt wichtig, einfach das so zu belassen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, das werden wir in dem nächsten Video abhandeln, eben dieses Türschloss mitsamt der Soft-Close-Funktion hier komplett zu untersuchen, warum das nicht mehr funktioniert, gegebenenfalls austauschen. In diesem Sinne bedanke ich mich hier, dass ihr bei Teil 1 mitgeschaut habt. Ich hoffe, das ein oder andere war für euch hilfreich. Sei es nur die Türverkleidung ausbauen, sei es nur das SAM, also das Sammelansteuerungsmodul oder die Türsteuerung letztendlich zu tauschen oder an den Hochtöner auch wieder dran zu kommen, der hier spurlos verschwunden war und oder eben an die Boxen dran zu kommen. Oder einfach nur das Türschloss zu tauschen oder den Hebel außen zu tauschen. Ihr seht, hier sind ganz, ganz viele Features. Oder ihr müsst die Fensterscheibe mal tauschen. Ist der gleiche Vorgang, weil so könnt ihr sie entnehmen. Müsst dann letztendlich nur noch das hier aushackeln hier und dann geht die Fensterscheibe raus. Ist alles machbar, sollte man aber mit zwei geschickten Händen dran gehen, das ist klar. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.